Herzlich willkommen zu unserem Erklärvideo zur Methodenkarte Fotokollagen mit Pages erstellen. Zunächst öffnen Sie die Anwendung Pages auf Ihrem iPad. Das ist dieser orange Icon mit dem Füllfederhalter. Übrigens ist Pages auf allen Lehrkräfte-Endgeräten vorinstalliert. Das heißt, Sie müssen es nicht mehr aus dem Hub nachinstallieren. Klicken Sie also auf den orangen Pages-Button. Klicken Sie dann auf das Plus für Dokument erstellen. Und wählen Sie aus einer der zahlreichen Vorlagen. Ich entscheide mich für ein schlichtes, hochformatiges, weißes Blatt. Und nun kann ich die Collage mit einem Titel versehen. Ich nenne sie Winterimpression, weil ich auch die Bilder danach ausgesucht habe. Nun möchte ich gerne noch die Überschrift formatieren. Das tue ich über den Pinsel. Und das ist kein simpler Text, sondern es soll eine Überschrift sein. Ein Hinweis an der Stelle: Mit zwei Fingern können Sie in das Dokument hinein und hinaus zoomen, indem Sie quasi einen Pinzettengriff nachahmen. Über den Pinsel können Sie sowohl Texte als auch Bilder nachträglich formatieren. Über das Bilder-Icon können wir nun die Bilder einfügen. Diese sollten dringend in der App Fotos gespeichert sein. Alternativ können Bilddateien aus dem Dateiordner über Einfügen von hinzugefügt werden. Ich habe meine Fotos aber in der Fotos-App und kann deswegen über den Eintrag hier oben die Bilder hinzufügen. Ich entscheide mich für Birken im Schnee. Wenn Sie das Bild anklicken oder mit dem Finger berühren, können Sie es frei auf der Fläche bewegen. Über die kleinen blauen Punkte an den Ecken und den Seiten können Sie es vergrößern bzw. verkleinern. Beachten Sie, wenn Sie es an der Seite anfassen und kleiner schieben, dass trotz allem die Seitenverhältnisse beibehalten werden. Weitere Bildeinstellungen können Sie, wie eben schon angedeutet, über den Pinsel erreichen. Hier können wir dem Bild beispielsweise eine Fotooptik verleihen. Wir können Schattenwurf aktivieren und diverse Schattenvarianten einstellen. Auch lässt sich das Bild spiegeln. Und ich kann hier Titel und Untertitel vergeben. Ich entscheide mich für einen Titel, dessen Unterschied zum Untertitel ist, dass er sich oben befindet. Ich klicke auf diesen Titel und vergebe den Namen Birken im Schnee. Das Besondere ist nun, dass sich dieser Titel zusammen mit dem Bild verschieben lässt und nicht losgelöst davon. Um für die zukünftige Collage ein bisschen Platz zu haben, verkleinere ich das Bild. Nun ist es an der Zeit, ein weiteres Bild hinzuzufügen, denn es soll ja eine Collage werden. Hier entscheide ich mich für eine Schneelandschaft und wiederum verkleinere ich das Bild. Ein Klick auf den Pinsel bringt mich wieder zu den Optionen. Ich nehme den Schattenwurf und entscheide mich dieses Mal für einen Untertitel. Schnee ist schön. Wichtig für die Arbeit mit Schülern wäre zum Beispiel auch die Möglichkeit, jedes Bild als sogenannten Platzhalter einzurichten. Das tun Sie, indem Sie nicht bei Stil verweilen, sondern auf den Reiter Bild wechseln und dann die jeweils hinterlegten Bilder durch Klick auf Als Platzhalter festlegen zum Platzhalter machen. Die Schüler werden dann aufgefordert, über das Plus-Symbol eigene Bilder einzufügen. Das kann zum Beispiel dann interessant sein, wenn die Schülerinnen und Schüler eine Fotokollage zu ihrem Stadtteil oder ihrem Zuhause oder ihrem Haustier oder ihrem Urlaub oder zu was Ähnlichem erstellen sollen und sich ausschließlich auf den Inhalt konzentrieren. Sehr interessant ist auch der sogenannte Fotostempel. Das bedeutet im Wesentlichen, dass Sie eine vorgefertigte Form, das sind diese hier oben, mit einem Foto Ihrer Wahl auffüllen können. Das tun wir. Wir klicken also auf die geometrischen Formen und ich entscheide mich für den Kreis. Das geht genauso gut mit Sprechblasen, Pfeilen oder Dreiecken.
Und nun kann ich über das Drei-Punkte-Menü, das es bei fast allen aktuellen Apps gibt, den sogenannten Split View aktivieren, was bedeutet, dass ich eine zweite App neben meine erste App lege. Und zwar aktiviere ich jetzt die Foto-App und suche mir ein Foto, das ich nun auf diese Form ziehe. Ich kann diverse Anpassungen vornehmen und die Bildausschnitte bestimmen, die ich dann in meiner geometrischen Form zeigen möchte. Wenn ich zufrieden mit dem Ergebnis bin, klicke ich auf Fertig und habe dann meinen Fotostempel in meiner Collage. In der App, die ich jetzt weiter benutzen möchte, klicke ich wieder auf das Drei-Punkte-Menü und dann auf Vollbild. Mein Fotostempel sieht nun so aus. Wenn Sie nachträglich noch Änderungen an diesem Fotostempel vornehmen möchten, machen Sie das wie immer über den Pinsel. Wir sind am Ende des Tutorials angelangt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.